Die Tage werden kürzer und die Sonne, das merken Sie jeden Tag, kommt nur noch selten zum Vorschein. Gerade jetzt haben Sonnenstudios Hochkonjunktur. Die Wochenshow hat nachgefragt, wie gefährlich diese Art der Körperbräunung für unsere Haut eigentlich ist. Herr Mayer, immer wieder hört man, dass Solarien durch die hohe und gebündelte Energie der ultravioletten Strahlung gesundheitliche Risiken birgen sollen. Das ist alles absoluter Quatsch. Wir haben hier die modernsten Geräte und wechseln einmal monatlich alle Röhren aus. Die vier bitte, ja? So. So, Chef, ich habe alles desinfiziert. Gut. Sekunde. Hm? Ich glaube ja, dem Kunden in der 8 jedes Jahr nicht gut. Ist er schon braun? Nee. Na, hier bin noch 5 Minuten, ne? Ah ja, super, mach ich. Ja, gut. So, Herr Andresen, schön, dass Sie da sind. Schauen Sie mal in die 5, da ist irgendwas mit den Röhren nicht in Ordnung. Hm? Mach ich. Ja, gut. So, Herr Dingens. So, Herr Mayer, Sie werben ja mit der außergewöhnlichen Leistungsstärke Ihrer Gerät. Jetzt stehen wir hier schon einige Minuten. Sind wir da nicht einer enormen Strahlenbelastung ausgesetzt? Ach was! Das Einzige, was passieren kann, ist ein leichter Peeling-Effekt. Ja, schauen Sie mal hier. Das ist ja Wahnsinn. Was passiert denn, wenn man direkt unter den Strahlen liegt? Na, oh, Kabine 4 müsste fertig sein. Sekunde, hm? Herr Mann, wie können Sie beweisen, dass alle Ihre Sonnenbänke ungefährlich sind? Ich werde mich selbst für kurze Zeit unter die 14.000 Watt Black Power Röhre legen. Sekündchen. Herr Mayer? Herr Mayer? Herr Mayer! Ach du meine Güte. Sie sehen ja aus wie eine Trockenpflaume. Das mag schon sein, aber ich fühle mich großartig. Kann irgendjemand Hilfe holen? Kann irgendjemand Hilfe holen? Da brauchen Sie nicht. Alter Sonnenstudio-Witz. Da haben Sie mir aber einen Riesenschrecken eingejagt. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, dass Ihr Sonnenstudio ungefährlich ist. Vielen Dank. Ja, danke schön. Schön, Herr Dingens. Alles in Ordnung, Herr Andresen.